Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Hoch oben auf einer Weinbergsmauer liegt Uwe, die Smaragdeidechse. Er genießt die wärmenden Sonnenstrahlen auf seiner Haut. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint auf die Hänge des Bobharderhamms und lässt das Wasser des Rheins silbern glänzen. Er träumt von seiner Freundin Adelheid, die auf der anderen Rheinseite bei Filsen wohnt. Und von einer gemeinsamen Rheinschifffahrt mit ihr bei Mondenschein und einem leckeren Gläschen Mittelrhein-Riesling. Günther, die graue Langohrfledermaus, hängt gerne rum. Am liebsten im Uhrturm der Burg Rheinfels bei St. Goar. Von dort beobachtet er durch sein Fernglas das Treiben auf dem Rhein. Viele Schiffe fahren vorbei und am Ufer tummeln sich Enten, Kormorane und Reiher. Plötzlich sieht Günther in der Mitte des Flusses, dort, wo die Strömung am größten ist, etwas im Wasser zappeln. Dann ist es verschwunden und taucht ein paar Meter weiter wieder auf, schnappt nach Luft und geht wieder unter. Heldenhaft eilt Günther zu Hilfe. Er fliegt so schnell er kann hinunter zum Rhein. Als er näher kommt, erkennt er eine kleine Natter, die um ihr Leben kämpft. In letzter Sekunde packt Günther sie mit seinen Füßen und zieht sie aus dem Wasser. Die Natter hustet und prustet und dann hängt sie auf einmal schlapp in seinen Krallen. Hilfe, was soll ich denn jetzt machen? Denkt Günther voller Panik. Hier kann nur mein Freund Uwe helfen. Der hat ja für jedes Problem eine Lösung. Wild entschlossen fliegt Günther rheinabwärts und hofft, Uwe an seinem Lieblingsplatz am Bobharderhamm zu finden. Als Günther den Hamm endlich erreicht, hat er kaum noch Kraft, die kleine Natter zu tragen. Da entdeckt er Uwe. Günther setzt zum Landeanflug an und legt die reglose Natter vorsichtig auf den Boden. Uwe öffnet verschlafen die Augen und zuckt erschrocken zurück, als er erkennt, was da vor ihm auf dem Boden liegt. »Günther, was machst du denn hier? Und wo zum Geier kommt plötzlich diese Natter her?« fragt Uwe entsetzt. »Ich brauche deine Hilfe«, japst Günther. »Ich habe die kleine Natter vor dem Ertrinken gerettet, aber jetzt rührt sie sich nicht mehr. Und dann bist du mir eben eingefallen.« »Ist ja toll. Du weißt aber schon, dass wir Eidechsen zu den Leibspeisen der Nattern gehören. Willst du mich umbringen?« »Quatsch. Aber du hast doch immer für jedes Problem eine Lösung und ich wusste nicht, was ich machen sollte.« »Aber für die Natter bin ich ein gefundenes Fressen«, entgegnet ihm Uwe. »Ach was, die Natter ist doch ganz klein und total geschwächt. Was soll die dir schon tun?« »Naja, wahrscheinlich hast du recht. Wir können ja mal nachschauen, wie es ihr geht.« Vorsichtig stupst Uwe die kleine Natter an, aber sie rührt sich nicht. »Meinst du, sie ist tot?« fragt Günther leise. »Nein, sie atmet noch. Sie hat wahrscheinlich nur zu viel Wasser geschluckt und ist jetzt ohnmächtig. Wir legen sie hier in den Schatten und lassen sie einfach in Ruhe zu sich kommen.« Nach einer gefühlten Ewigkeit schlägt die kleine Natter endlich ihre Augen auf. Verwirrt blickt sie sich um und fragt, »Wo bin ich?« »Du bist hier im Welterbetal am Bobharderhamm. Also ich bin Uwe und das hier ist mein Freund Günther. Er hat dich bei St. Goar aus dem Wasser gezogen und dann hierher gebracht«, erklärt Uwe. »Das stimmt«, pflichtet Günther ihm bei. »Und nur damit du es weißt, Uwe ist mein bester Freund und den lässt du bitte in Ruhe. Ich hoffe, du kommst nicht auf die Idee, ihn zu verspeisen.« »Keine Sorge, mir ist der Appetit auf Kleintiere sowieso vergangen. Die Suche nach Fressen hat mich ja fast umgebracht«, beruhigt die kleine Natter die beiden. »Wie meinst du das und wer bist du überhaupt?«, fragt Uwe. »Also ich bin Wilhelmine, eine Würfelnatter, und komme eigentlich von der Nahe. Ich wollte aber mal was anderes sehen und das Bingener Kulturufer besuchen. Außerdem hörte ich, dass es im Binger Mäuseturm jede Menge Mäuse gibt und da habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich wusste aber nicht, dass der Mäuseturm auf einer Insel steht. So kurz vor dem Ziel wollte ich aber nicht aufgeben und beim Versuch auf die kleine Insel zu schwimmen, hat mich die Strömung mitgerissen. Es war einfach schrecklich. Ich weiß noch, dass ich ein großes Schild mit der Zahl 554 gesehen habe und dann konnte ich einfach nicht mehr. Ich habe mich einfach treiben lassen. Ich war mehr unter als über Wasser und dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen.
Mann, 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 das ist ja eine abenteuerliche Geschichte, staunt Günther. Wie gut, dass ich dich gesehen habe, sonst wärst du am Ende noch ertrunken. Du solltest dich jetzt erst einmal erholen, meint Uwe. Wenn es dir wieder besser geht, willst du nach dem Schreck doch bestimmt wieder zurück nach Hause, oder? Wilhelmine schaut sich um. Sie sieht den Rhein in der Sonne glitzern, die mit Weinreben bepflanzten, sonnigen Hänge des Bopaderhams und meint nachdenklich, also hier ist es wirklich wunderschön. Vielleicht sollte ich einfach ein Weilchen hierbleiben. Entsetzt reißt Uwe die Augen auf. Eigentlich findet er Wilhelmine ja sehr nett, aber als Eidechse steht er nun mal leider auf Wilhelmines Speiseplan. Wilhelmine ist Uwes entsetzter Blick nicht entgangen und sie sagt zu ihm, Uwe, du brauchst wirklich keine Angst vor mir haben. Du bist der beste Freund meines Lebensretters und ich habe schon seit einiger Zeit überlegt, mich lieber vegetarisch zu ernähren. Fleisch liegt mir nämlich immer so schwer im Magen. Erleichtert meint Uwe zu ihr, also wenn du mich fragst, gibt es kein schöneres Fleckchen auf der Erde als unser Welterbetal. Sieht das nicht einfach toll aus? Hier am Bopaderham fließt der Rhein übrigens um eine ganz große Kurve, die weltgrößte Rheinschleife. Wie du siehst, ist unser Uwe ein echt schlaues Kerlchen, unterbricht Günther grinsend. Aber er ist nicht das einzige schlaue Tierchen im Mittelrheintal. Schau, dort oben fliegt Theodor von Klamm. Er wohnt in Lahnstein, in der Ruppertsklamm und erklärt am liebsten Kindern die Sehenswürdigkeiten seiner Stadt. Wie du siehst, hier wird es nie langweilig. Es gibt immer was zu sehen. Und schon seit 2000 Jahren werden Waren auf dem Rhein transportiert. Und heute ist der Rhein der Fluss auf der Welt, auf dem die meisten Schiffe fahren. Und dann sind da noch die Burgen. Wir haben 40 Burgen hier bei uns im Welterbegebiet. Stell dir das mal vor. Das ist nicht übertrieben, bestätigt Günther. Und die Burgen sind wirklich toll und total spannend. Und ich muss es ja wissen, ich wohne schließlich auf einer, fügt er stolz hinzu. Wenn du willst, kannst du mich ja mal besuchen kommen. Das mache ich gern, antwortet Wilhelmine. Aber ihr redet hier von bei uns im Welterbegebiet. Was bedeutet das denn? Das ist so. Es gibt auf der Welt eine große Organisation, die UNESCO. Sie wählt ganz besondere Bauwerke, Landschaften, Altstädte und noch andere Einzigartigkeiten aus, die sie auf eine Liste setzt. Die Liste der Welterbestätten. Auf alles, was auf dieser Liste steht, sollen die Menschen besonders aufpassen, damit sich auch noch unsere Kinder, Enkel, Urenkel und Ururenkel daran erfreuen können. Unser Mittelrheintal, also ganz genau gesagt das obere Mittelrheintal, wurde im Jahr 2002 in die Welterbeliste aufgenommen. Unsere großartige Burgen- und Weinlandschaft, der Rhein und die vielen Pflanzen und Tierarten, die es hier gibt, waren auch ein Grund, weshalb die UNESCO uns ausgezeichnet hat. Ah, ich verstehe, meint Wilhelmine. Wie groß ist denn das Welterbe Oberes Mittelrheintal? Also, das obere Mittelrheintal ist genau 67 Kilometer lang. Es fängt bei Rüdesheim und Bingen bei Rheinkilometer 526 an und endet bei Koblenz bei Rheinkilometer 593. Das große Schild mit der 554, das du gesehen hast, als du im Rhein abgetrieben worden bist, ist ein Rheinkilometerschild gewesen. Der Rhein ist in Kilometer eingeteilt und die werden an beiden Ufern auf großen Schildern angezeigt. Mann, da bin ich ja ein ganzes Stück durchs berühmte obere Mittelrheintal geschwommen. Das ist ja cool, freut sich Wilhelmine. Noch viel cooler ist, dass Günther dich gerade noch rechtzeitig aus dem Wasser gezogen hat, grinst Uwe. Sonst hättest du uns und unsere schöne Heimat gar nicht kennengelernt. Wir fühlen uns hier echt eidechsenwohl, obwohl unsere Artgenossen meist nur in den wärmeren Regionen Europas zu finden sind. Aber hier ist das Klima so mild, dass es sich hier wunderbar leben lässt. Wisst ihr was? Strahlt Wilhelmine. Ich glaube, ich bleib einfach mal hier. Es gefällt mir nämlich wirklich gut bei euch und außerdem gibt es bestimmt eine Menge zu entdecken und zu erleben. Das ist eine weise Entscheidung, rufen Uwe und Günther wie aus einem Maul. Gibt's hier was zu feiern? Ertönt plötzlich eine dunkle Stimme. Erschrocken drehen sich die drei um. Ben, ach du bist's. Du hast uns ganz schön erschreckt, ruft Uwe und knufft dem Siebenschläfer in die Seite. Oh, Entschuldigung, sagt Ben. Das wollte ich nicht. Aber was macht ihr denn hier und wer ist das? Günther stellt Wilhelmine und Ben einander vor und Uwe erzählt Ben Wilhelmines abenteuerliche Geschichte.
Also wenn das nach der ganzen Aufregung kein Grund zu feiern ist, ruft Ben. Kommt mit, ich lade euch zu einem leckeren Dinkelsüppchen ein. Ich habe gerade ein neues Rezept aus meinem Hildegard von Bingen Kochbuch ausprobiert. Oh, das ist eine tolle Idee, schwärmt Uwe. Und zu Wilhelmine gewandt sagt er, du musst wissen, Ben ist ein wahrer Welterbe-Spitzenkoch. Nachdem sie sich das Süppchen haben schmecken lassen, laufen sie ins Tal, setzen sich ans Rheinufer und genießen den Sonnenschein, die Aussicht und den Augenblick.